Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Ich bin hier mit Holger Guck. Hallo Leute. Holger ist ein absoluter Experte in Sachen Training und Ernährung. Hat schon ein Kindle-Buch und ein normales Buch rausgebracht. Ein Hardcover. Hat Nahrungsergänzung und demnächst auch eine App. Ja, also Holger wird, ich glaube, der ist schon ziemlich gut dabei. Ist noch viel Luft nach oben. Also es gibt nur so viele Leute geben, die ihn kennenlernen müssen. Echt cooler Typ. Und ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit ihm und es ist ein Thema, wo ich nicht so gern drüber spreche, weil ich da meine Schwierigkeiten habe und das ist das Thema Wade. Ja? Meine Wade will nicht so ganz, wie ich eigentlich will und ich habe schon alles Mögliche probiert, habe mir auf Foren da ganz besondere Methoden, dass man irgendwie 100 Wiederholungen machen soll und dann die ganze Zeit Spannung halten soll wie eine Balletttänzerin, habe diesen ganzen Quatsch dann wochenlang gemacht. Und hat sich gar nichts getan. Jetzt fand ich es einfach mal interessant, Holgers Meinung zu diesem Thema zu hören. Holger, was sagst du zum Thema Wade? Okay, also als allererstes mal grüßt euch, liebe Leute. Wadentraining. Das undankbarste Training der Welt, die undankbarste Muskelgruppe der Welt. Ich weiß, dass man sie entweder hat oder man hat sie eben nicht. Also man kann nicht aus einer Mini-Wade eine Monster-Wade machen, so wie das bei anderen Muskelgruppen funktioniert. Also ich bin jemand, der eigentlich bei der Beinentwicklung eigentlich keine Entschuldigung zulässt. Wenn man Beine ausbilden möchte, gute, und sich wirklich bereit ist, dafür wirklich in den Arsch zu treten, dann funktioniert das auch. Bei der Wade sieht es anders aus. Ich persönlich führe das darauf zurück, dass die genetische Anlage, die Muskelfaserverteilung in der Wade an sich bei den Leuten entweder stark so oder stark so ausgeprägt ist. Was ich damit sagen möchte, wir haben ja zwei, wenn wir von Wade sprechen, dann sprechen wir ja von zwei verschiedenen Muskeln. Wir sprechen vom Zwillingswadenmuskel und wir sprechen vom Schollenmuskel. Der Zwillingswadenmuskel ist der, den wir sehen, und der Schollenmuskel ist der, der unter der Zwillingswade sitzt und der aber die Wade, den Zwillingswadenmuskel, nach außen drückt. Jetzt ist es halt einfach so, dass bestimmte Leute eine starke Gewichtung an oder eine stärkere Gewichtung an Typ 2 Fasern haben, den Fasern, die halt ganz einfach schneller und besser hypertrophieren. Muskeln aufbauen. Muskeln aufbauen. Für die Hypertrophie nicht verstehen. Wenn dem so ist, dann wirst du auch ohne Waden zu trainieren, jemals in deinem Leben wirst du tolle Waden haben, die super zu deinen Oberschenkeln passen oder vielleicht sogar die Oberschenkel dominieren, wenn du ein fauler Sack bist und die Beine schlecht trainierst. Wenn du aber einer bist, der die sogenannten Ausdauerfasern, bei denen die sogenannten Ausdauerfasern überwiegen, dann ist das Ganze für dich wirklich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Muskelfasertransformation ist ein Thema. Man hat das schon im Tierversuch nachgewiesen, das funktioniert schon. Würde dann im Klartext bedeuten, dass man ganz einfach versucht, aus einer Ausdauermuskelfaser eine Hypertrophie-Muskelfaser zu machen. Wie gesagt, das funktioniert zum Teil. Ich persönlich habe es in meiner fast 20-jährigen Karriere geschafft, mit allen möglichen Methoden, auch wie Flavio schon erzählt hat, mit dieser 100 Wiederholungen und so weiter, die ganzen Geschichten. Ich glaube, ich habe... Bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin hier mit dem Quatsch. Das hat jeder durch, der nicht mit diesen goldenen Wadeln gesegnet ist, und da gehöre ich auch dazu. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Zentimeter geschafft. Also in 20 Jahren, ne? Das muss man dazu sagen. Das ist schon echt eine Zeit. Und Holger, nochmal hier als Hintergrundinfo, haben wir in dem vorherigen Video schon gesagt, 1,74 Meter, 93, 94 Kilo, also eine richtige Maschine. Okay, weiter. Ja, also ist wirklich eine scheiß undankbare Sache, um das mal beim Namen zu nennen. Was für mich interessant war, war mal eine kleine Recherche, die ich gemacht habe. Da ging es darum, eben auch um diese Muskelfaserverteilungsgeschichte. Ich bin am besten damit gefahren, zu versuchen, den Schollenmuskel mit sehr, sehr viel Gewicht zu trainieren und den Zwillingswadenmuskel mit sehr, sehr wenig Gewicht. Heißt im Klartext, ihr müsst immer dafür sorgen, dass ihr eine Übung ausführt, bei der das Kniegelenk gestreckt ist und einmal gebeugt ist. Damit sprecht ihr die beiden unterschiedlichen Muskeln, die wir als Wade bezeichnen, an.
Und da sollte also das Gesetz, wenn ich mich hinsetze, schwer oder wenig Gewicht? Wenn man sitzt, dann sollte man möglichst viel Gewicht aufpacken. Okay. Da wird der Schollenmuskel trainiert und wie gesagt, der Schollenmuskel ist der, der die Wade nach außen drückt, okay, der dem ganzen Volumen verleiht. Okay. Und da besteht die Möglichkeit, dass man da diese Muskelfasertransformierung, diese Umwandlung, dass man die hinbekommt und dass sich das auch wirklich optisch bemerkbar macht. Okay. Das andere, die Zwillingswade mit dem gestreckten Kniegelenk zu trainieren, ist dann eine Sache, da muss man halt dann ganz einfach sehen, wie man da das Beste Mögliche aus sich rausholt, aber diese Sache mit den ganz, ganz schweren Übungen im Hinblick auf den Schollenmuskel ist eine Sache, die solltet ihr mal probieren. Die hat mir zumindest das kleine bisschen Erfolg, das ich hatte, beschert, würde ich mal sagen. Ich sag mal, bei mir 4 cm auf der Wade, da würde ich mich schon glücklich fühlen. Aber jetzt, wo du sagst, finde ich es interessant, weil ich war immer ein sehr guter Sprinter beim Fußball und ein sehr konditionsstarker Spieler. Und da kann es natürlich gut sein, dass ich einen hohen Anteil an Typ 1 Muskelfasern habe, also viele ausdauernde und deswegen wahrscheinlich meine Schwierigkeit. Ja, genau, also das ist schon der Fall. Ist ja allgemein so bei allen Leistungssportlern. Man sieht den Leuten an, in welchem Bereich die Muskulatur zu kämpfen hat oder sich bewegt. Dahin adaptiert sich die Muskulatur auch bis zum gewissen Bereich. Guckt euch einen Marathonläufer an, der hat mit Sicherheit nicht weniger Muskelfasern wie ein Bodybuilder, aber er hat halt andere Muskelfasern. Ja. Ne? Und das ist halt ganz einfach die Sache, wenn du aus einer Ballsportart kommst oder aus irgendeiner anderen Sportart, wo es um Kraftausdauer geht, dann kann es durchaus sein, dass das für dich ein bisschen ein Handicap ist. Okay. Also ich finde sehr interessante Infos von Holger. Vielen Dank, Holger. Gerne. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und sucht auf jeden Fall Holger Guck bei Facebook. Ist auf jeden Fall lohnenswert, weil er sehr, sehr viele wichtige Infos hat. Hat auch bei flaviosimonetti.de sehr viele wichtige Artikel geschrieben, die man auf jeden Fall anschauen sollte, um sein Wissen zu erweitern. Also, mach's gut. Bis dahin, dein Flavio Simonetti.